Wie ist das, wenn man ungewiss ist bezüglich der Zeit? Man denkt, man hätte noch Zeit, bevor jetzt das Fasten mit Fajr beginnt. Und in dieser Zeit hat man zum Beispiel gegessen oder getrunken oder Geschlechtsverkehr gehabt. Wie ist die Angelegenheit hier? Hier ist die Angelegenheit nicht nur, dass du entschuldigt bist, sondern du setzt auch dein Fasten fort. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Du setzt dein Fasten fort. Warum? Was sagen wir im Koran? In Surat Al-Baqarah in den letzten zwei Ayat. La tu'akhidna in nasina au akhtana. O unser Herr, belange uns nicht, wenn wir vergessen haben oder einen Fehler gemacht haben. Qala Allahu Azza wa Jal, na'am. In einer Überlieferung bei Imam Muslim sagt Allah Azza wa Jal, ich werde euch verzeihen. Deswegen, diese Sachen sind nicht absichtlich gewesen und daher ist das Urteil unterschiedlich. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.